Blau ist eine warme Farbe, sie steht für Romantik, aber auch für Zerstörung. Und hallo und herzlich willkommen an all meine Zuschauer und Filmfans da draußen zu einer neuen Filmkritik-Review hier auf Lord Gamgam Full, The Other Side of Movies. Ja, heute geht es um einen waschechten Geheimtipp, mein vorletzter Film in diesem Jahr, auf den ich wirklich händeringend gewartet habe. Auch wenn ich natürlich ganz klar sagen muss, dass ich aufgrund des Trailers schon ein bisschen angefixt war letztes Jahr. Aber er dann auch irgendwann wieder aus meiner Wahrnehmung verschwunden ist und ich jetzt nicht so hohe Erwartungen hatte. Aber hin und wieder gibt es mal Filme, die auf jeden Fall darüber hinwegtäuschen können und dann doch gewissermaßen abliefern. Ja, und heute ist die Rede von The Spine of Night. Ja, das Rückgrat der Nacht. Ein Animationsfilm, der sich des Rotoskopie-Verfahrens angenommen hat. Eine sehr, sehr alte Form der Animation, ziemlich aufwendig, weil da werden erst die ganzen Szenen mit echten Schauspielern gedreht und erst in der Postproduktion wird dann quasi alles Sekunde für Sekunde überzeichnet, um einen gewissen realistischen Stil erzeugen zu können. Und Ralph Bakshi selber hat das natürlich in einigen seiner Filme verwendet, in Herr der Ringe oder auch in Feuer und Eis, aber ich muss sagen, die Filme sind mittlerweile schon ein Stück weit veraltert. Bei Feuer und Eis ist es sogar so, dass ich bei dem Film eigentlich immer noch 15 Minuten eingeschlafen bin. Also den muss ich auf jeden Fall irgendwann nochmal nachholen. Ja, und natürlich kann man mit heutigen Mitteln dieses Verfahren sicherlich etwas besser nicht nur ausreizen, sondern auch darstellen. Und da gehört auf jeden Fall The Spine of Night deutlich, deutlich dazu. Das Rückgrat der Nacht, inszeniert hier von Morgan Galen King, der hier mit seinem Filmdebüt gegeben hat als Regisseur, der eigentlich nur als Animator tätig war, und dem guten Philipp Gillat, der für 15 Episoden für Love, Dead and Robots die Drehbücher schrieb oder für Europa Report. Der ist natürlich da etwas versierter und das ist halt an sich eine gute Kombination, wenn man einen erfahrenen Animator und einen erfahrenen Drehbuchschreiber und Regisseur zusammenbringt, kann da schon was durchaus was Kreatives bei rumkommen. Und ich muss sagen, das ist dieser Film auch auf jeden Fall, aber es ist kein Film für jedermann, denn die Rezensionen selber, die jetzt eigentlich schon seit längerem rumwabern, die sind so gemischt, muss man sagen. Manch einer ist von der Visualität des Films regelrecht begeistert, aber die Handlung selber fand er dann schwach und so weiter. Und so zieht sich das halt komplett durch, wobei ich sagen muss, ich fand die Handlung sehr interessant. Ich fand es interessant, was für eine Lore, was für eine Mythologie hier an sich aufgebaut wird. Auch wenn die meisten Figuren hier nicht beim Namen benannt werden, aber es gibt da draußen natürlich im Internet eine Seite, wo nochmal die Charaktere ausführlich vorgestellt werden und wo sie dann auch Namen haben, von denen deren Namen man hier im Film nicht erfährt, was ich schon ein bisschen komisch finde, wo ich mich frage, was war jetzt letzten Endes eigentlich der Hintergedanke bei der Entstehung dieses Films oder bei der Konzeptionierung dieser Welt, in der das Ganze halt spielt. Vielleicht kommt da nochmal ein Film nach. Vielleicht kann man auch einfach mal so eine kleine Serie nochmal nachschieben, wo die Folgen so 20 Minuten haben oder so weiter. Das würde sich auch auf jeden Fall lohnen, um vielleicht die Welt ein bisschen detaillierter noch darzustellen und den Figuren noch ein bisschen mehr Background zu geben, ja. Weil hier in 94 Minuten wird wirklich schon eine Menge reingepackt. Manches ist halt eher oberflächlich, einiges versucht schon ambivalent, mannigfaltig zu sein, aber das geht teilweise dann doch nicht so auf, muss man sagen. Aber im Grunde genommen fand ich die Figuren allesamt wirklich sehr, sehr interessant, ja. Und der Film selber beginnt damit, dass die Sumpfhexe Sot sich durch den Schnee hoch auf einen Berg begibt, auf den ein alter Wächter haust und ihm quasi eine Geschichte erzählt, wie ihr halt quasi ihre Macht genommen wurde. Und zwar blaue Blumen, ja, denn ein reicher Gutsherr, der außerhalb ihres Sumpfes gewohnt, also gelebt hat, wollte natürlich den Sumpf platt machen, er wollte natürlich die Hexe dann quasi in seine Finger kriegen, ja, und da stoßen sie dann halt auf diese Macht. Der Sumpf wird natürlich abgebrannt, ja, und dann stößt noch ein junger Gelehrter dazu, namens Galsur, der ganz fasziniert ist von dieser Magie, die sie halt mit dieser Blume ausüben kann. Und dann bekommt der Film einen gewissen Kniff, einen gewissen Turn, den ich nicht so hab kommen sehen, weil uns ja dann schon auf wenigen Minuten eigentlich zwei potenzielle Schurken schon vorgestellt werden. Dieser junge König da, der im englischen Original gesprochen wird, von Patton Oswalt aus Blade Trinity und King of Queens, und der gute Mongrel, der Eunuchenkönig, gesprochen von Joe Marginello aus Rampage. Auf jeden Fall beides Figuren, die durchaus Potenzial gehabt hatten.
Aber dann kommt hier noch eine weitere Figur dazu und der wird quasi sehr, sehr viel Zeit gewidmet. Der regelrechte komplette Werdegang eigentlich aufgezeigt, wie die Macht der blauen Blume diese Figur immer und immer mehr korrumpiert und wirklich ein herausragender Schurke, der mir wirklich sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht hat, ja. Oder ein Film, der sich irgendwann noch aus dem Dark Fantasy Setting hinaus bewegt, in so ein bisschen Science Fiction Gefilde, so ein bisschen steampunkig war. Und auch ein bisschen Lovecraft nicht nur bemüht, sondern auch damit reinbringt. Es geht dann auch noch um Götter, es geht um einen Gott, der quasi die Menschen erträumt hat und die ganzen Kriege, die dann ausgebrochen sind. Ja, und es ist ein Stück weit geht es natürlich ganz klar hier, wie Sod quasi im Einklang steht mit der Natur, eben durch diese magische Blume, die einst ein Wächter quasi, ja, einfach mal so da ins Tal der Menschen hat runterflattern lassen, um mal zu sehen, jo, was passiert denn jetzt quasi. Ein bisschen experimentieren, wie die Menschen dann eigentlich so drauf sind, wenn sie diese Macht in ihre Finger kriegen. Und bei dem anderen Charakter sieht man das dann ganz, ganz deutlich, dass es stark nach hinten geht. Und ich muss sagen, das hat der Film wirklich sehr, sehr gut rübergebracht. Ja, und auch die Action, die ganzen Schwertkämpfe waren sehr stimmig. Und ich muss auch sagen, der Gewaltgrad ist hier echt nicht ohne. Ja, also hier werden Körperteile abgeschlagen und sonstige Sachen. Also hier erwartet einem schon eine ganze Menge blutiges Gekröse und ein, muss ich sagen, sehr, sehr gut umgesetztes Finale, was allerdings zu kurz war und dann wirklich sehr, sehr abrupt halt endet, ja, mit dem Abspann. Und ansonsten kann man noch natürlich noch hier sagen, dass hier noch Lucy Lawless im englischen Original zumindest die Sumpfhexe Sod noch spricht. Wir haben hier noch Richard E. Grant. Also auf jeden Fall einige recht bekannte Namen, die hier bei der Produktion auch noch dabei waren. Und auf jeden Fall mal nach längerer Zeit wieder ein richtig guter Animationsfilm für Erwachsene, der sicherlich nicht perfekt ist. Das erste Mal, glaube ich, ja schon angesprochen. Das Ende ist mir einfach zu abrupt. Der Film ist mir einfach zu schnell rum. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, wird hier vieles wirklich inhaltlich auch nur oberflächlich angerissen, ja. Und damit ist der Film eigentlich mit 94 Minuten viel zu kurz, während woanders andere gemeint haben, der Film ist viel zu lang. Nein, die Laufzeit hier ist eigentlich ordentlich gewählt. Und es wird einem auch wirklich eine Menge erzählt. Die Welt wird hier wirklich sehr, sehr stimmig aufgebaut. Der Film hat einen sehr, sehr schönen Stil, ja, und er steigert sich auch bis zum Schluss, muss man sagen, ja. Aber hier wäre sicherlich noch ein bisschen mehr drin gewesen, um diese Mythologie noch ein bisschen mehr zu verdeutlichen. Man kann sich als Zuschauer natürlich auch das eine oder andere da ein bisschen zusammenreimen, ja. Aber insgesamt muss man sagen, wirkt es dann schon ein bisschen inkonsistent, ja. Während auch gewisse andere Sachen, wenn Figuren sterben, das auch ein bisschen konsequent ist, weil man als Zuschauer nicht so lange dabei verweilt. Weil einige Figuren sind einfach wirklich nur Nebenfiguren, die ein paar Minuten da sind, dann sterben sie plötzlich auf recht drastische Art und Weise. Und da baut man, habe ich persönlich nicht so viel Beziehung zu diesen Figuren aufgebaut, ja. Aber dennoch hat der Film mich wirklich an der Stange gehalten, bis zum Schluss, ja. Und was hier Robert Galen King und Philip Gillard gemacht haben, ist einfach großartig, ja. Es ist großartig. Es ist mal wieder ein Film, der deutlich rausfällt, auch wenn man natürlich sagen kann, dass man bestimmte Handlungselemente schon da und da gesehen hat. Aber vor allem hebt der Film das alte Rotoskopieverfahren auf ein komplett anderes Level. Ich muss wirklich sagen, die Filme von Ralph Bakshi, Kult hin oder her, die sind mittlerweile schon von der Technik her deutlich veraltet, muss man sagen. Die haben auch nicht so ein flottes Pacing, was die Erzählung angeht. Ja, hier wirklich, hier wird eigentlich von der ersten Minute an so richtig schön auf die Tube gedrückt, die Handlung richtig schön in Fahrt gebracht und allgemein die Animationstechnik, auch die ganzen anderen Stile, die drin sind, werden wirklich zu einem gewissen schön homogen zusammengebracht. Und wenn man natürlich am Anfang ein bisschen Eingewöhnungszeit braucht, weil man weiß, okay, das sind Darsteller, deren Gesichter wurden dann nochmal übermalt und so weiter und die Animationen sind hier durchaus realistisch, ja. Das gleiche gilt natürlich auch für die Rundung unserer weiblichen Hauptfigur, ja, der Sumpfhexe Sod, die meist halt nackt ist, die jetzt ja sicherlich auch nicht hier so sexy rüberkommt, wie zum Beispiel bei Heavy Metal. Deswegen finde ich den Bezug zu Heavy Metal ein bisschen, ja, ein bisschen drüber, muss ich sagen, weil dem Film fehlt auch der Humor, den ein Heavy Metal hatte. Und
Es stand sicherlich bei der Produktion nicht ganz oben auf der Agenda der Regisseure. Dieser Film muss dringend Kult werden. Nein, es war jetzt einfach nur mal ein stilistisches Experiment, ob man überhaupt noch diese Art von Animation an den Mann bringen kann, ja. Ob es überhaupt noch eine Zuschauerschaft dafür gibt. Und die gibt es definitiv, ja. Dieser Film ist wirklich ein kleines Juwel, ein Geheimtipp. Er ist nicht perfekt, aber er ist fast nah da dran. Und da steckt auf jeden Fall dem Material, was hier Gelat geschrieben hat, da ist auf jeden Fall noch eine ganze Menge Potenzial drin, was man noch ausschöpfen könnte. Vielleicht kommt da noch was. Ich würde es mir vielleicht nochmal wünschen, vielleicht nochmal einen Film oder nochmal eine Serie oder so. Aber ansonsten muss ich sagen, kann ich da auf jeden Fall für diejenigen, die daran interessiert sind, eine Empfehlung aussprechen, ganz klar. Alle anderen sollten eher einen großen Bogen darum machen, die eher Probleme haben, schon mit der Darstellung von Gewalt in dieser Art von Film, die schon ein bisschen extrem ist. Oder nackte Haut oder allgemein, weil es nicht ihre Thematik ist, ja, oder ihr Cup of Tea, wie man so quasi sagen würde. Aber von mir bekommt das Spine of Night gute 9 von 10 Punkte. Und ihr könnt mir natürlich in den Kommentaren schreiben, ob ihr den Film schon gesehen habt, ob das ein Film für euch wäre, wie ihr denn die Animationsfilme von Ralph Bakshi denn so findet, was eure liebsten Animationsfilme von Ralph Bakshi sind. Und ansonsten war es das jetzt auch mit dieser Filmkritik-Review zu The Spine of Night. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder zu einer weiteren Filmkritik-Review oder zu irgendeinem anderen Video hier auf Lord Gamgam Fool, The Other Side of Movies. Ciao, euer Chris.